Ja, dann holen wir gleich noch das Zeug oben. Oben war ja nicht so viel. Das war ja nur wie so eine kleine Kuppel. Und dann... Ich glaube, wir müssen unseren Bergbaustrahl eh nochmal aufladen, bevor wir das machen können. Weil es ist schon wieder runter auf fast nur 50%. Dann müssen wir gleich nochmal kurz was von dem Plutonium plündern, was da in dem einen Tal eben noch drinne war. Und dann fliegen wir fix nach oben. Ja, und dann ab zur Raumstation, würde ich sagen. Verkaufen unser ganzen Shit. Wir haben jetzt auch noch die Neutrino-Platten, die sind ja auch nochmal 20.000 wert, glaube ich, jeweils. Und dann müssen wir eigentlich in der Lage sein, uns ein schniekes, schönes neues Schiffchen zu holen. Extra für uns. Das nennen wir dann Schulfa-Schiff. Ja. Ich glaube, man kann Schiffe eh nicht umbenennen, oder? Ich glaube, das kann man nur bei Planeten und Tieren. Ja? Weil warum sollte man dem Schiff einen anderen Namen geben? Das ist ja total sinnlos. Total bescheuert wäre das. Total bescheuert. Wer macht sowas? Keine Ahnung. Wir könnten dann auch taufen mit einer Champagnerflasche oder mit einem Gag-Amulett. Schmeißen wir einfach dran so. Ach man. Nee, es geht ja eh nicht. Von daher hören wir auf mit diesen wilden Spekulatiussen und haben dieses Emeril fertig abgebaut. Ich hole mir noch ein paar von den kleinen Boxen hier. Ist ja auch jeweils noch zwei Emerilien. So. Und dann holen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Plutonium. Wie viel haben wir denn jetzt erstmal an Emeril? Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks und ein 8 ist angefangen. Ah, da ist wieder so ein scheiß Tentakelvieh. Eskalier das mal kurz weg. Die Viecher sind nämlich richtig ekelhaft. Die sind halt richtig nervig einfach. Die gehen einem richtig auf den Sack. Und da drüben ist scheinbar ein Frachterwurf gewesen. Da gehe ich gleich auch mal ganz kurz hin. Vielleicht ist da auch noch mal ein bisschen was an Energie für uns. Also Plutonium oder so. Na? Bitte greif mich nicht schon wieder an. Ich möchte nur zum Frachterwurf. Da drüben hin möchte ich. Lass mich in Ruhe. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Inventar... Ach jo, ich habe ja gerade Zeug eingesammelt. Ach, warum bringe ich das denn weg? Ich kann einfach mein Multiwerkzeug aufladen. Einmal hier. Ist schon wieder voll. Alles klar. So, dann holen wir jetzt mal den Frachtabwurf. Was ist drinne? Ein Gag-Amulett. Nice. Ist auch nochmal was wert. Hier ist Plutonium drinne. Und da auch. So, dann verlagern wir mal alles, was wir an Plutonium und so haben. Gag-Amulett. Ah, oh, jetzt ist das... Scheiße, das Raumschiff auch voll. Dann mache ich mal das Themamium leer. Ja, das Plutonium. Und Themamium packe ich hier rein. Na ja, gut. Aber egal, Hauptsache wir haben Platz im Inventar für die ganze andere Scheiße. Also für das Meer Emeril. Und dann fliegen wir mal nach da oben, beziehungsweise gehen nach da oben. Wir können ja da rechts, glaube ich, hoch. Jo, da können wir hoch. Nice. Holen uns erstmal nochmal kurz den Wissensstein. Wir lernen das Korvax-Wort für Zeit und haben hier Emeril übersehen. Ach jo, die gibt's ja auch noch. Lebenserhaltungssysteme müssen wir auch noch aufladen gleich. Ich könnte das Vieh hier töten, da kriegen wir ein bisschen Kohlenstoff. Ich glaube, ich schieße es gleich einfach mal ab. Also jetzt gerade einfach mal so hier so zack, zack, zack. Dann bringt das noch ein bisschen Kohlenstoff. Dann können wir damit nochmal gleich unsere lebenserhaltenden Systeme vollladen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch und holen uns den Kollega. Ja. Und dann müssten wir bestimmt, ja, 9 bis 10 Stacks Emeril haben. Und das ist natürlich richtig nice. Feiere ich auf jeden Fall. Und wir gehen einfach mal stur hier durch und holen alles weg. Einmal kurz nachladen. Aber der müsste eigentlich schnell weg sein hier oben, das Lager. Das ist nicht so viel. Das ist nur wie so eine kleine Kuppel, habe ich ja eben schon mal gesagt. Da können wir einfach hier einfach durchmarschieren. Ein paar Mal links und rechts. Und dann ist eigentlich alles weg. Deswegen, ich denke mal, ja, 8, 9 Stacks sind realistisch. Ja, 10 sind schon drin. Also ein angefangenes 10. So weit kommen wir auf jeden Fall. Aber ich glaube, viel weiter dann doch nicht mehr. Oder wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das 8 ist gleich voll. Dann noch ein 9. Ah doch, wir fangen auf jeden Fall noch ein 10. an. Das kriegen wir aber, glaube ich, nicht mehr ganz voll hier. Ich kann mich aber auch, wie immer, täuschen. Meine Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Denn vielleicht haben wir diese Geschichte einfach nur frei erfunden. Oder begab es sich nach einer wahren Begebenheit? Man weiß es nicht. X-Faktor, das Unfassbare. Ihr Jonathan Frakes. Ja, das reicht jetzt auch. Ach Mann. Wie lange es einfach dauert, dieses verdammte Emeril abzubauen. Ich könnte kotzen. Ich hasse es, Abbaufolgen zu bringen. Das ist einfach immer das, was am wenigsten Spaß macht. Erkunden ist geil. Kämpfe sind geil.
Aber einfach nur dieses sture Abbauen. Wisst ihr, einfach nur hier abbauen, 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 abbauen. Kurz warten, nachladen, abbauen, abbauen, abbauen. Es ist einfach ein bisschen langweilig. Macht nicht so viel Spaß. Wirklich nicht. Aber egal, wir werden dadurch fucking rich, von daher ist alles okay. Wir sind ja schon Millionäre. Und jetzt werden wir mehrfache Millionäre. So. Das dauert doch ein bisschen länger, wie ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, es geht schneller. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin jetzt schon fertig. Aber drüben den Batzen haben wir jetzt gleich schon weg. Ist halt echt nervig, dass der Bergbaustrahl immer wieder abkühlen muss. Also was heißt nervig? Ist eigentlich ein cooles System, weil man da nicht so... da habe ich wieder nicht aufgepasst. Eigentlich ein cooles System, weil man dann auch noch ein bisschen beim Abbauen aufpassen muss, dass man nicht überhitzt und so. Aber an sich ist es... Oh, wieder nicht aufgepasst. Dann seht ihr, wenn ich schon wieder anfange, zu viel zu erzählen, so, dann gerät hier alles wieder ins Stocken. Aber hier drüben den Batzen haben wir weg. So. Und wieder überhitzt. Alles klar. Alles klar, Tjulfer. Bist ein richtig guter Abbauer. Bist ein richtig guter Minenarbeiter. Richtig guter Rohstoffspezialist. Ne? Hast gedacht, Platin ist was wert? Falsch gedacht, Mann. Das Platin nichts wert ist, das war echt wie ein Schlag vom Kopf. Ich dachte so, oh, Platin kannst du verkaufen, ist was wert. Ich hab's als gesammelt und verkauft. Und irgendwann dachte ich so, Mensch, du kriegst echt wenig Geld dadurch. Wie viel ist es eigentlich wert? Und dann hab ich mir das ganz genau angeguckt, wie das Preissystem hier angegeben ist. Weil man seht ja, wenn man hier drauf geht, wird es ja unten drunter angegeben. Insgesamt 68.750 Units, je 275 Units. Und dann ist das noch von Raumstation zu Raumstation und von Händler zu Händler unterschiedlich, weil die teilweise dann mal 50% mehr zahlen sogar oder 10% mehr und man dann da noch mehr Gewinn rausschlagen kann. Also Handeln ist hier schon, ja, eigentlich muss man richtig viel rumfliegen, um ein guter Händler in No Man's Sky zu sein. Das ist schon, ja, nicht gerade so das Yellow from the Egg. Deswegen, wir verkaufen es einfach hier oben bei der Raumstation oder gucken mal, wenn ein paar Raumschiffe da sind, ob vielleicht einer von den Händlern... Oh, bevorstehender Sturm, scheiße. Ja, mal gucken, ich gehe hier rein und gucke mal, dass ich das Zeug hier noch weghole. Na komm, lass mich mal hier rüber. Ah doch, das reicht hier, okay. Weil dann hole ich mir das Zeug hier noch weg. Ah, ich stehe mitten im Sturm immer noch. Nee, ich bin noch stabil. Waffenladung aufgebraucht, alles klar. Ich will das Emeril jetzt noch hier wegholen, bevor ich zurück ins Schiff gehe. Oh Gott. Ich habe so gut wie keine Energie mehr. Okay, dann gehen wir erstmal runter zum Raumschiff. Wo ist es denn? Da hinten ist Plutonium. Moment, ich hole mir erst das Plutonium. So, ein bisschen abbremsen mit dem Jetpack. Schön hier im freien Fall runtergejettet. Na, komm, lass mich hier rüber. Ich will mir nur gerade das Plutonium noch schnell holen. Dann gehen wir zum Raumschiff. Na, lass mich doch hier vorbei. Mann. Seid doch nicht so penetrant. Nur Plutonium holen. Und auf den Bergbaustrahl aufladen, aufladen. Alter, wir haben jetzt eigentlich noch genug Power, um das da oben wegzuholen. Den Rest noch. Ich will es eigentlich ungern da lassen, aber ich will auch ungern im Sturm verenden. Deswegen hocken wir uns erstmal wieder schnell ins Schiffchen rein. Obwohl, wie viel Emeril haben wir denn jetzt? Wir könnten eigentlich auch wegfliegen schon. Wir haben so viel schon. Gucken mal ganz kurz, wie viel haben wir denn genau? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stacks, 9 voll, 1 angefangen. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal hoch zur Raumstation. Verkaufen erstmal unser Zeug. Und dann können wir immer noch mal mehr sammeln. Hauptsache, ich werde jetzt erstmal das Zeug los und kann mir ein besseres Schiffchen kaufen. Ein tolleres mit mehr Wumms und mehr Coolheit. Da hinten ist die Raumstation. Wir aktivieren mal den Impulsantrieb und jetten hin. So. Bremst doch ab! Boah, jetzt wäre ich fast zu weit geflogen. Das war knapp. Also aktivieren wir mal den etwas schnelleren Antrieb. Gehen wir mal hier in den Sprint rein und... Na, komm, du sollst da hoch! Ah, manchmal ist es echt... Was sind das denn? Sind das Raumpiraten? Ich glaube, das sind Raumpiraten. Ich glaube, das sind Raumpiraten. Schnell rein. Lass mich rein. Bin ich irgendwie in einem Traktorstrahl oder so? Bin so langsam auf einmal. Keine Ahnung. Vielleicht auch nur, weil ich nah an der Raumstation war. Die sahen ein bisschen komisch aus, die Leute, die Jungs, die da gerade hingeflogen sind. Die sind irgendwie so ein bisschen in der Staffel geflogen oder so. Also es war mir ein wenig suspekt. Mal sehen, kommt da jetzt noch einer rein gleich? Ja, wir gucken mal, wie viel die im Moment da oben zahlen für Emeril. Wahrscheinlich noch dieselben Preise wie letztes Mal. Und ansonsten gucken wir mal, ob halt wirklich einer von den Händlern hier draußen was von dem Zeug... Was kann ich hier eigentlich machen? Gesundheit auf Maximum. Das ist auch immer cool, wenn man sich so heilt an so Orten. Und die dann so rumfliegen, so... Hui. Okay.
Na gut, galaktischer Markt, Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. Emeril, minus 4,9%. Galaxiedurchschnitt, so viel? Ach Mann. Na komm, ich verkaufe erstmal das Gag-Amulett. Titan verkaufe ich auch. Und die Neutrino-Dinger, das waren ja 13.000 Stück. 13.000 Units pro Teil. Draußen ist gerade einer hingeflogen. Wir gucken mal, vielleicht kauft einer von den Händlern ja Emeril. Und ja, wir haben zwar 1,2 Mille jetzt fast, aber naja. Ups, oh, da bin ich ein bisschen hart gelandet. Wir gucken mal, was der Kollege hier, vielleicht kauft er ja gerne Emeril und gibt uns 5% mehr oder so. Das wäre natürlich richtig nice. Das ist die Mathematiker-Entität Inishnogo. Ja, okay. Wir möchten Gegenstände an die Lebensform verkaufen. Und er zahlt uns auch minus 4,9% vom Galaxiedurchschnitt. Verdammt nochmal. Egal, dann verkaufen wir es jetzt einfach. Ich habe jetzt keinen Bock, noch länger zu warten. Und wir haben jetzt 1,7 Millionen. Und wir gucken gleich mal, was das hier für ein Raumschiff ist. Okay, der will nur 378.000 haben, aber es hat auch nur 18 Plätze. Sowas brauche ich nicht. Sowas will ich mir gar nicht erst angucken, Mann. So. Das Ding hier hat, glaube ich, paar 20 Plätze. Oder genau 20. Bin mir nicht sicher. Betriebsentität Radatus. Reisender, sagt der Reisender. Ja, wir möchten dein Raumschiff kaufen, Mann. Okay, der will knapp eine Mille. 22 Plätze. Das ist eigentlich ein guter Preis. Aber ich will eigentlich eins, was noch größer ist. Das hier könnte zum Beispiel relativ viel Platz haben. Mit ein bisschen Glück. Ich gucke einfach mal. Fragen kostet nichts, Freunde. Fragen kostet nichts. Einmal haben wir einen Reisemeilenstein erreicht. Ich schätze mal irgendwas mit Handeln. Oder haben wir viele Aliens getroffen? Nein, wir sind ein Tycoon. Wir haben 1,7 Mille verdient. Okay. Händler-Tycoon. Ja, ja. Wir haben schon 9 Sterne. Hier ist die Konvergenzentität. Und was macht dein Raumschiff, my friend? Wie gut ist das? Kann ich es kaufen? Mach ein Angebot für das Raumschiff der Lebensform. 24 Plätze, 1,5 Mille. Nehme ich das oder nehme ich das nicht? 1,5 Mille ist eigentlich viel für 24 Plätze, weil wir hätten für eine Mille können wir schon 22 Plätze kaufen, auch wenn der Typ wieder weggeflogen ist. Ne, das lehnen wir ab. Das ist zu teuer. Das kriegen wir billiger auf jeden Fall. 1,5 Mille ist zu teuer. Wir warten einfach nochmal hier, gucken mal, was das für einer ist. Das ist ja auch nochmal so einer mit so einem Schiff. Wie viel hat der hier? Weil die variieren ja auch untereinander immer nochmal. Da gibt es ja auch immer nochmal andere Modellreihen, die relativ ähnlich aussehen, einfach nur. Radatos? Ne, das ist so der, mit dem wir eben schon geredet haben. Hä, hey, der ist so eben weggeflogen. Der ist so... Jo, klar. Der soll jetzt 23 Plätze und will 1,3 Mille haben. Ist jetzt ein anderer. Habe ich doch gewusst. Habe ich doch gewusst. Na, wir warten einfach mal kurz hier. Schauen mal, was noch so viele Leute hier reingeflogen kommen. Es kommen ja bestimmt noch ein paar. Weil... Die sind schon alle relativ teuer eigentlich. Es muss nicht sein, dass ich so viel Geld ausgebe. Das... Ja, es lohnt sich halt wirklich nicht. Da kannst du jetzt erzählen, was du willst. Das lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, so viel Geld auszugeben. Kriegt man halt wirklich locker, easy für less money. Yes. Was gibt's eigentlich hier hinten? Kann man eigentlich hier runtergehen? Gibt's hier noch mehr zu... Nee, hier kann man nicht lang. Schade. Na gut. So, kommt da noch einer? Da hinten sehe ich ein Schiff. Kommt der hier reingeflogen? Ich glaube nicht. Ich frage mal kurz den hier. Der ist ja auch eben noch hier hingeflogen. Vielleicht... Der heißt auch Betriebsentität Radatos. Die heißen, glaube ich, dann mit demselben Schiff alle gleich. Vielleicht hat der ja mehr Plätze und will weniger Geld. Das ist ja immer sehr random. Weil der hat jetzt wieder 22 Plätze und will eine Mille haben ungefähr.